In der Mainzer Innenstadt Anfang März. Mehr als 1000 Polizisten demonstrieren. Es ist keine Protestkundgebung, vielmehr ein Trauermarsch. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass ihnen zunehmend Gewalt entgegenschlägt, dass auch Kolleginnen und Kollegen ermordet wurden. Wo man immer denkt, okay, es kann mal passieren irgendwie, aber doch nicht im Kreis Kusel, doch nicht in der Nacht, wenn man versucht zu helfen, ein Fahrzeug findet, von dem man denkt, dass es ein Pannenfahrzeug ist, und dann so skrupellos ermordet wird. 8 Wochen zuvor sind eine Polizeianwärterin und ein junger Polizeikommissar bei Kusel ermordet worden. Wir versuchen jeden Tag für die Sicherheit unserer Bürger zu sorgen. Schwer genug ist es. Ja, wir befinden uns gefühlt ja in einem Dauerkrisenmodus. Kusel ist schon längst kein Einzelfall mehr. Gewalt gegenüber Polizisten scheint allgegenwärtig. Unrühmlicher Höhepunkt, die Krawallnacht in Stuttgart im Juni 2020. Ein Mob zieht durch die Innenstadt, wirft Scheiben ein, zerstört die Inneneinrichtung von Geschäften. Als die Polizei einschreitet, wird sie attackiert. Getreten wurde ich schon, gebissen wurde ich schon. Beißen, kratzen, treten, die versuchen alles. Anspucken, anrotzen, alles. Was hat sich in Deutschland verändert, dass selbst Ordnungshüter zum Ziel von Gewaltattacken geworden sind? Es ist in den frühen Morgenstunden des 31. Januar, als einer Polizeianwärterin und einem jungen Polizeikommissar an einer Landstraße bei Kusel ein Transporter auffällt. Das Fahrzeug steht am Straßenrand. Den Beamten kommt die Situation verdächtig vor und sie entschließen sich, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die junge Beamtin verlangt die Fahrzeugpapiere, hält sie in der Hand, überprüft die Daten, als der Fahrer des Transporters ihr mit einer Schrotflinte ins Gesicht schießt. Er durchsucht sie, scheint noch ein Lebenszeichen zu bemerken und schießt erneut. Jasmin B. stirbt auf der Stelle. Der zweite Beamte, Andreas K., setzt sich zur Wehr, schießt sein Magazin leer. Doch auch er wird von dem Täter mit einem Jagdgewehr skrupellos ermordet. Da der Ausweis des Täters am Tatort zurückbleibt, kann die Polizei sehr schnell ihn und seinen Komplizen ermitteln. Schon am Abend danach kommt es zur Festnahme. Der 38-Jährige konnte sehr gut schießen. Er hatte Schießpraxis. Er konnte vor allem sehr schnell schießen mit diesem Jagdgewehr, das ein Einlader war, wo man also nach jedem Schuss das Gewehr auseinanderklappen muss und eine neue Patrone reinlegen muss. Das kann man sehr schnell machen. Oder konnte er jedenfalls sehr schnell machen. Mit dem Mord an den Polizisten wollten sie offensichtlich eine andere Straftat vertuschen. Sie hatten gewildert, die toten Tiere lagen auf der Ladefläche. In den Wochen nach der Tat erfährt die Polizei sehr viel Anteilnahme. Ein Parkplatz in der Nähe des Tatorts ist noch immer übersät von Blumen und Kerzen. Auch der Tatort selbst wurde zur Erinnerungsstätte, beinahe zu einem Wallfahrtsort. Was hat die Ermordung der jungen Polizisten bei deren Kollegen ausgelöst? Etwa in der Polizeiinspektion in Kusel. Anfragen ergeben, die Polizeiführung will die Beamten abschotten, sie in Ruhe lassen. Wir wenden uns daher an das Polizeipräsidium in Kaiserslautern und können mit dem Polizeipräsidenten Michael Denne über die Nachwirkungen der Tat sprechen. Man muss immer wieder ins Gespräch gehen und das bewusst machen. Und im Moment, glaube ich, ist die Aufmerksamkeit riesig hoch, weil sich alle sehr bewusst geworden sind, was da in Kusel passiert ist. Das eine ist ja Vorsicht, die Steigerung wäre Angst. Haben die Beamten Angst, wenn sie rausfahren? Wir hatten am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass Angst auftreten könnte. Aber wir haben versucht, sehr schnell mit Betreuungsmaßnahmen ins Gespräch zu kommen, mit Besuchen in den Dienststellen. Jeder Dienststellenleiter spricht mit seiner Mannschaft, redet speziell über das Thema, sodass ich glaube, sie haben keine Angst, sie gehen nur bewusster mit der Gefahr um. Hat also die Ermordung der jungen Polizisten bei Kusel den Alltag der Streifenpolizisten verändert? Ist nach dem Vorfall alles anders? Wir besuchen einen ehemaligen Polizeiseelsorger in der Pfalz, der auch die Beamten in der Inspektion schon lange betreut, Herbert Fischer-Drumm. Er ist auch in die aktuellen Krisengespräche eingebunden. Die Eindrücke waren von Betroffenheit,
bis Trauer, bis Schock. So eine Mischung von allen möglichen Emotionen und auch von geprägt davon, dass man es nicht für möglich gehalten hätte, dass es gerade hier in diesem geschützten kleinen Bereich der Pfalz, dass es derlei Dinge gibt. Da fehlt jemand in der Dienststelle, da fehlt jemand in der Dienstgruppe. Das löst den übrigen Trauerprozess aus, den man so kennt. Ich glaube auch, aus den Worten der Kolleginnen und Kollegen entnommen zu haben, dass sie nach den Ereignissen ihren Dienst anders anfangen. Nämlich? Vorsichtiger vielleicht. Im Klartext, die Polizeiarbeit wird beeinflusst durch die Ermordung der beiden Beamten. Es ist nichts mehr so, wie es war. Die Polizei also keine starke Truppe, sondern vielmehr psychisch angeschlagen. Dabei werden Auseinandersetzungen mit Gewalt doch trainiert. Wie findet das Training der jungen Beamten, die Vorbereitung auf solche Einsätze statt? Wir fahren auf das Gelände des Flughafens Hahn im Hunsrück. Auf dem Areal befindet sich auch die Hochschule der rheinland-pfälzischen Polizei. Schon am Eingang erinnert eine Stele an die im Dienst getöteten rheinland-pfälzischen Polizisten. 47 sind es bis heute, seit Kriegsende. In einer nachgebauten Kneipe findet das Anti-Gewalt-Training statt. Eine Gruppe von Polizeianwärtern schlüpft in die Rolle von Randalierern und Rowdies. Die zweite Gruppe soll die Lage beruhigen und die Rädelsführer festnehmen. Im Training läuft dies eingespielt, routiniert ab. Man merkt, dass genau hier der Akt der Festnahme bereits x-mal geprobt wurde. Doch kann man Gewaltaktionen gegen Polizisten überhaupt trainieren? Nachfragen. Eine kurze Frage. Was bringt Ihnen so ein Training? Also vor allem Handlungssicherheit. Ne? Im polizeilichen Alltag ist natürlich wichtig, dass man so ein gewisses, ja, so eine gewisse Handlungssicherheit hat. Und dafür sind die Trainings halt wirklich top. Das ja? Ist halt, ja. Obwohl, es ist ja ein Training. Genau, es ist ein Training. Aber wie gesagt, um sicher in den Handlungen zu sein, auch draußen, wenn man dann im Einzeldienst in der Situation ist, dann kann man das schneller abrufen. Und dafür sind die Trainings halt gut. Sie wissen ja, die anderen, die hier auf Sie zukommen, sind ja Kollegen. Mhm. Verändert das Ihr Verhalten dann denen gegenüber? Klar, man wird nicht mit voller Power dagegen gehen, aber so ein bisschen mit Impuls schon, um einfach mal zu zeigen, okay, man kann, wenn man will. Gerade auch für den Einsatz ist das auch relativ gut. Okay, obwohl im Ernstfall denkt man da an das Training, an zurück und weiß noch, wie man sich da verhalten soll? Ja, also wir trainieren mittlerweile hier so viel, dass das mittlerweile dann in uns übergeht, dass wie automatisiert dann vonstatten geht. Okay, das wird so ein Selbstläufer sozusagen im Kopf, so mehr oder weniger. Automatismus, ja. Ausgangsposition. Abläufe sollen also sicher erlernt werden, auch was den Einsatz der Schusswaffe, des Pfeffersprays oder des Schlagstocks anbelangt. Im Ernstfall sollen die späteren Polizisten gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie sie sich zu verhalten haben. Auch der Leiter des rheinland-pfälzischen Kriseninterventionsteams ist bei dem Training anwesend. Wie sehr wird der Fall Kusel denn den Polizeialltag auf Dauer verändern? Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Sehen Sie, man versucht ja immer einen Sinn, irgendwas zu finden, was so passiert ist. Und wenn wir hier irgendetwas Sinnhaftes rausholen wollen, dann ist es, dass wir so viel wie irgend möglich aus diesem Vorfall lernen, damit in späteren Situationen den Polizeikollegen so viel wie möglich vorher mitgegeben werden kann, dass sie hoffentlich die entscheidende Zehntelsekunde schneller reagieren. Nach der skrupellosen Tat bei Kusel war die Anteilnahme der Bevölkerung am Tod der Polizisten sehr hoch. Doch es gab auch andere Reaktionen. User im Netz schreiben, absolut korrekt, dem Täter ein Spendenkonto. Richtig so, bei dem, was sich die an Frechheiten rausholen, zuerst die Handlanger, dann die Systemmacht, all cops are bastards. Ja, Mann, endlich genauso, lockt sie in die Falle und dann sieht er ja, habt ihr verdient. Hoffentlich werden es noch mehr.
Hate Speech nennt man das und das ist mittlerweile alltäglich. Beim rheinland-pfälzischen Landeskriminalamt wurde daher eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Die Beamten werten die Hassmeldungen aus, fahnden nach den Schreibern. Rund 1700 solcher Posts wurden bislang entdeckt. Da sich die Beamten auch im operativen Einsatz befinden, wollen sie nur mit Vornamen genannt werden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal so ein Dokument vorbereitet, was an die Generalstaatsanwaltschaft geschickt werden würde zur rechtlichen Bewertung. Und hier sind jetzt vorher unpersonalisierte Posts enthalten. Mehr als 500 Fälle werden derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht. In einem Fall kam es bereits zu einer Verurteilung. Ich meine, jetzt sind ja diese Namen oftmals, so wie hier ja auch, nicht klar zu erkennen. Es sind ja keine Klarnamen. Mhm. Ist das schwer, das zu ermitteln? Es ist nicht so schwer, wie meiner Meinung nach angenommen wird. Also es ist so, dass wir teilweise vom LKA selbst die Verfasser der Posts ermittelt haben. Wir haben aber auch mit dem Bundeskriminalamt zusammengearbeitet, die uns da tatkräftig unterstützt haben und auch Ermittlungen vorgenommen haben hinsichtlich der Identifizierung von den Personen. Und teilweise ist es so, dass man schon von dem Profil selber Hinweise auf die Personen bekommt, auf den Verfasser. Und ansonsten gibt es dann ermittlungstaktische Möglichkeiten, wie man dann an den Verfasser rankommt. Wir stellen fest, Hass im Netz gegen Polizisten nimmt deutlich zu. Wie stark auch Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte sich in den vergangenen Jahren verändert hat, dazu hat das Bundeskriminalamt über die Jahre hinweg immer wieder Erhebungen durchgeführt. 2016 wurden danach noch mehr als 24.000 Delikte festgestellt. Dies war bereits eine Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Aktuell sind es jedoch mehr als 38.000 Fälle von Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte. Auch Presseberichte häufen sich bundesweit, in denen über Gewalt gegen Polizisten berichtet wird. Da geht es um psychische Gewalt, also Beschimpfungen, Beleidigungen, Hassreden. Aber es geht auch um handfeste, gewalttätige Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten. Vor Jahren bereits machte ein Berliner Fall Schlagzeilen. Darin involviert der Polizist Jürgen Röhr. Heute lebt er zurückgezogen außerhalb von Berlin. Sein Fall spielt in Berlin-Kreuzberg und liegt bereits 19 Jahre zurück. Seit dem Ereignis ist Jürgen Röhr dienstunfähig. Darüber sprechen kann er noch nicht lange. Als Jürgen Röhr im Februar 2003 seinen Dienst antritt, wird er zu einem Amoklauf gerufen, der im Café Travolta seinen Anfang genommen hat. Als er in die Gegend fährt, wird er zwar auf einen Schusswaffeneinsatz vorgewarnt. Details erfährt er jedoch erst vor Ort. Ein Beziehungsdrama. Und wortlos an den Tisch getreten und hat sie vor den anderen Gästen mit zwei Kopfschüssen hingerichtet. Einfach in den Kopf geschossen und hat sich rumgedreht. In diesem Moment kam eben ein junger Mann, ein Radfahrer. Das war ein junger Mann, der in diesem Café aushalf, dort gearbeitet hat, auch Anfang 20. Und hat ihn angeschrien, hat zu ihm gesagt, ey, was machst du hier? Und hat er zu ihm wohl gesagt, du hast mir heute gerade noch gefehlt. Hat ihn in den Oberkörper geschossen zweimal und noch in den Kopf geschossen. Hat dann die Waffe eingesteckt, ist weggegangen, ganz normal. Den hält ja dann auch keiner auf. Und ist eben zwei Straßen weiter, ist in den Zeitungsladen gegangen, hat eine Tageszeitung gekauft, hat Zigaretten gekauft, hat mit der Verkäuferin noch gesprochen. Ist das nicht ein schöner Tag? Was für ein schönes Wetter? Ganz normal, als wäre nie was gewesen. Kurz darauf kommt Jürgen Röhr mit seiner Kollegin dazu und steht dem Täter plötzlich gegenüber. Die sprachen ihn immer an, er soll die Hände hochnehmen oder sich an die Wand stellen. Und er hat gesagt, das mache ich nicht, da müsst ihr schießen. Das mache ich nicht, da musst du schießen, sagt er. Da müsst ihr schießen, genau. Da muss man sich ja irgendwann entschließen, muss ja auch die Situation beendet werden. Und dann hat er mich bemerkt, hat auf immer alles fallen lassen, was er in der Hand hatte und griff nach hinten. Er hatte so einen Blouson an, da sah ich schon was Silbernes in der Hose stecken, im Hosenbund hinten. Das war die Waffe, das war eine 45er Magnum. Und die hat er so rausgezogen und hat sich so eingedreht, so wie John Wayne, und hat so von unten nach oben auf mich gezielt. Und ich habe mich so seitlich noch weggedreht, um ihm nicht frontal gegenüberzustehen. Und hat er praktisch hier unten im Bauch hingeschossen und hier oben unterm Arm kam er wieder raus, immer quer durch den ganzen Körper.
Jetzt haben die Kollegen angefangen, auf ihn zu schießen. Er hat zurückgeschossen auf die Kollegen. Das ist ja ein Altbaugebiet gewesen. Dort pfiffen die Kugeln durch die Gegend, wie so praktisch wie auf dem Schlachtfeld. Genau. Die Kugel zerstörte mehrere innere Organe. Er zeigt uns Fotos. Das ist in dem letzten Winter. Jürgen Röhr auf der Intensivstation. 85 Tage lang lag er im Koma, kämpften Ärzte und Pflegekräfte um sein Leben. Seine Erinnerungen sind noch so präsent, als wäre er erst gestern aus dem Tiefschlaf erwacht. Das hat ja eben gut 3 Jahre gedauert, bis ich wieder halbwegs hergestellt war, dass man geradeaus gehen konnte, so ein Stück weit. Zwar nie weit, aber... Das heißt, dieses Ereignis hat ihr ganzes Leben aus den Fugen gerissen. Ja. Das ist leider so, wenn man so ein Ereignis hat. Und möchte ich auch behaupten, dass das so ist, wenn man auch den Finger krumm machen muss als Polizist an der Waffe. An dem Tag hört das alte Leben auf, dann ist das erstmal vorbei. Das heißt, das ganze Training, die Ausbildung mit Waffe, an der Waffe, das ist alles Theorie. Aber wenn es dann passiert, ist es doch anders, ja? Das will ich nicht sagen, dass das nur Theorie ist, sondern es ist wichtig, dass man es trainiert. Dass man sicher ist, dass man es beherrscht. Das ist schon wichtig. Sie können alles trainieren, aber was Sie nie trainieren können, ist die Todesangst. Die können Sie in keiner Simulation darstellen, die erleben Sie nur in echten Einsatz. Aber das heißt, man kann sagen, es gab für Sie ein Leben vor dem Ereignis und nur ein Leben danach. Das beschäftigt Sie bis heute, ja? So ist es. Und das hat ja eben das auch so verändert. Ich hatte ja nach wie vor dieses Bedürfnis, mit jemandem zu reden und niemand hat mit mir über diesen Einsatz geredet. Irgendwo so. Zum Inneren denkt man ja auch manchmal, oh, vielleicht hast du doch was verkehrt gemacht. Die sagen dir das nur nie und so. Also es ist so ein innerer Druck. Es sind ganz große Schuldgefühle und Ängste, die man dann innerlich entwickelt. Und man hat natürlich schon ein Problem damit. Es ist schwierig, mit den eigenen Kollegen drüber zu sprechen, weil wir sind ja alle so. Das ist ja, Polizei ist ja auch ein starker Beruf. Wir sind ja fast unverletzlich. Ne? Starke Typen. Starke Typen. Und Schwäche haben wir nicht. Und wer Schwäche hat, der gehört einfach ein Stück weit nie hierher. Der Täter nahm sich nach dem Schusswechsel das Leben. Ergebnis der Schießerei: 2 Tote, 2 Schwerverletzte. Einer von ihnen, Jürgen Röhr. Polizisten im Streifendienst wissen nie, was sie erwartet. Sie können im Alltag massiver Gewalt ausgesetzt sein. Es kann aber auch ruhig bleiben. In jedem Fall ist stets höchste Konzentration gefragt. Als wir vor wenigen Tagen eine Streife in Worms begleiten, bleibt es bei Unfallaufnahmen und einem Einsatz in einem Vorort. Warum jetzt geplaudert? Es wird gemeldet, dass die Mutter vom Mitteiler, so wie ich es angehört hat, in der Wohnung wohl randalieren würde. Wortlaut war durchdrehen. Man hat sie auch im Rahmen vom Notruf deutlich im Hintergrund gehört. Und deshalb ist es für uns jetzt ein Anlass, mal schneller zu fahren. Eine Familienkrise also. Deutsch? Ja, ja, ich spreche Deutsch. Aber ich habe auch den Notarzt angerufen, weil es geht nicht. Die droht sich umzubringen und alles. Und das geht so nicht. Okay. Ja. Die hat mich gebissen. Und wie geht's? Es geht um sie, ja. Ja, okay. Es geht um sie. Ja, wir kommen mal rein, wenn es geht, ja? Ist noch jemand in der Wohnung? Und zwar geht es jetzt hier in dem konkreten Fall darum, dass das Sohn angerufen hat, dass die Mutter wohl extrem eigengefährdet wäre, sich das Leben nehmen wollte oder das Ganze im Raum steht, die Mutter streitet es ab. Gespräche mit den Beamten machen deutlich, dass die veränderte Atmosphäre spätestens seit dem Ereignis bei Kusel die Polizisten belastet. Der Fall jetzt in Kusel hat in mir tatsächlich einiges bewirkt. Ich habe mich hinterfragt, sollte ich vielleicht wieder anders an Verkehrskontrollen rangehen? Sollte ich noch mehr auf meine eigene Sicherheit von diesem Streifenpartner oder der Streifenpartnerin achten? Also so Ereignisse öffnen einem dann immer wieder die Augen und man merkt, dass egal welcher Einsatz es ist, egal wo man hinfährt, immer eine gewisse Brisanz mit bei sein kann. Man hinterfragt natürlich, achte ich immer so auf die Dinge, wie man es gelernt hat oder lasst man das vielleicht auch manchmal schleifen? In 1000 Fällen geht's gut und der eine ist dann dabei, der dann leider so dramatisch enden muss. Und von daher denkt man da schon drüber nach, ja. Denn Tatsache ist, das zeigen gerade Presseberichte aus der jüngsten Vergangenheit, Polizisten stehen unter starkem Druck, sind Beleidigungen ausgesetzt und auch Gewaltaktionen. Auch ein Fall in Rheinland-Pfalz machte vor 2 Jahren Schlagzeilen.
Es war in der Nacht auf den 10. Oktober 2020, als in der Altstadt von Andernach die Polizei zu Hilfe gerufen wird. Vor einer Kneipe randalieren junge Männer, sorgen für Ruhestörung. Die Polizei schreitet ein, wird jedoch selbst attackiert. Als der Polizist Roland Augst einen Gewalttäter gerade festnehmen will, wird der Beamte von hinten brutal angegriffen. Die Täter haben die Aktionen sogar gefilmt. Im Hintergrund sieht man den Polizisten auf dem Boden, während sich Kolleginnen um ihn bemühen und einen Rettungswagen zu Hilfe rufen. Der Polizist war von einem jungen Mann im Lauf mit voller Wucht gegen den Kopf getreten worden und schlug auf das Pflaster auf. Zwei Täter können später auch aufgrund der Videoaufnahmen festgenommen werden. Jetzt, beinahe 2 Jahre nach dem Vorfall, kann Roland Augst wieder darüber sprechen. Wir treffen ihn in seiner Heimatgemeinde in der Eifel. Diese ganze Tat ist jetzt hier knapp 2 Jahre, ne? Die ist, ja, knapp 2 Jahre, 1,5 Jahre ungefähr. Ja. Wie geht's denn heute so, wenn Sie darüber nachdenken? Mir geht's heute natürlich schon wesentlich besser als damals, direkt nach der Tat. Aber auch schlechter als vor der Tat, muss ich sagen, ja. Auch er sagt, der brutale Angriff habe sein Leben verändert. Wie haben Sie diesen Moment noch in Erinnerung? Eigentlich ganz gut. Also ich kann mich erinnern, dass ich in den Fesseln wollte und nach unten schaute und in dem Moment wurde es schwarz. Ja, dann habe ich mich... Sie haben den gar nicht kommen sehen? Nein, ich habe ja nach unten geschaut und habe das nicht kommen sehen. Dann wurde es, wie gesagt, schwarz und ich habe einen Aufschlag gemerkt und habe mich gedreht und irgendwann habe ich die Augen wieder geöffnet und habe mich erstmal gefragt, wo bin ich denn jetzt? Also ich war gerade eben noch im Dienst und jetzt liege ich hier irgendwo auf dem Boden. Habe dann aber relativ zügig gemerkt, was passiert ist. Meine Kollegin hat es durchs Funkgerät durchgegeben. Ja, und dann wusste ich, was passiert ist. Ich habe auch gemerkt, wie einzelne Leute mich beleidigt haben und auch mich gefilmt haben. Aber selbst dagegen hätte ich mich nicht wehren können. Was haben die geschrien? Ja, ich soll aufstehen, ich soll kämpfen. Und dann noch einige Schimpfwörter. Auch für Roland Augs Familie verändert sich danach das Leben von Grund auf. Seine Frau Eva war in der Nacht zu Hause, als es geschah. Die Details der Nacht sind ihr noch vollkommen präsent. Also, es ist halt ein Ausnahmezustand sofort. Ne? Also das Telefon klingelte und ich war noch verwirrt, weil zum Nachtdienst ging ganz normal und wir verabschieden uns dann immer klassisch und ich sage immer, pass auf dich auf, wie zu jedem Dienst oder Nachtdienst und die Kinder schlafen dann immer so ritualmäßig dann bei mir im Bett und ja, dann klingelte morgens das Festnetz, was ungewöhnlich ist. Was war das? Eigentlich. Ich glaube so gegen 6. Und ich dachte im ersten Moment, ich hätte den Schlüssel stecken lassen, dass er nicht reinkommt, aus Versehen. Und ja, dann war er selber dran. Das war... Sie konnten mit ihm sprechen, ja. Ja, schwierig, aber ihm war halt super wichtig im Nachhinein, dass er mich selber informieren kann. Und als er anrief, was hat er zu Ihnen gesagt? Ich komme halt nicht nach Hause. Also Schatz, ich komme halt nicht nach Hause. Ja. Das ist schon heftig, oder? Ja. Warum war denn das wichtig, dass Sie Ihre Frau sofort anriefen an dem Morgen dann? Ja, wir hatten vorher immer mal wieder drüber gesprochen und Sie hat solche Fälle schon mal durchgespielt. Ja, ich glaube, wenn man als Polizist offen mit seiner Frau umgehen will, dann spricht man darüber. Also ich glaube, sie weiß, dass es mitunter ein gefährlicher Beruf sein kann. Und ja, wenn dann die Polizei mit einem Streifenwagen vor der Tür stehen, zu der Uhrzeit, wo eigentlich der Mann nach Hause kommen sollte, da kann sich ja jeder ausrechnen, welche Gedanken dann im Kopf rumgehen. Das Landgericht verurteilte den Haupttäter zu 10 Jahren Freiheitsstrafe, einen zweiten Beschuldigten zu 2 Jahren. Hier kommt es auch zur direkten Begegnung mit den Tätern. Roland Augst trat vor Gericht nicht nur als Zeuge, sondern auch als Nebenkläger auf und war während des gesamten Prozesses anwesend. Seine Frau war die ganze Zeit über bei ihm und erlebte das Verhalten des damals 29-jährigen Haupttäters unmittelbar mit. Ja, ich habe den Täter ja
bewusst auch dann erst da gesehen, aber natürlich schon viel früher auf den Videos, die ziemlich schnell rumkursiert sind. Genau, da wusste ich ja noch nicht, dass er das ist, derjenige, den man auf dem Video sieht, aber im Nachhinein dann irgendwann schon. Wenn man ihn dann so live sieht, man sieht ja dann auch die Angehörigen vom Täter da und die Familie und dann kommt er rein. Also mir war das schon super unangenehm. Also natürlich will man ihn angucken und irgendwie irgendwas lesen aus ihm. Reue oder sowas. Ja, irgendwie. Oder dass er Blickkontakt mit uns aufnimmt, dass man irgendwie das Gefühl bekommt dafür, dass es ihm leid tut oder dass es schlimm ist, ihm schlimm ist. Aber das kam nicht wirklich so an. An der Schuld des Haupttäters gab es von Beginn an keine Zweifel. Eine Überwachungskamera, dem Tatort gegenüber montiert, zeichnete das gesamte Geschehen auf. Auch der Tritt gegen den Kopf des Polizisten wurde so dokumentiert. Aufgrund der Brutalität der Aktion können wir die Aufnahmen hier nicht zeigen. Der Fall Augst und der Fall in Kusel. Sind es nur zwei Einzelfälle oder sind sie Ausdruck eines sich zunehmend veränderten Verhältnisses der Gesellschaft gegenüber der Polizei? Haben wir es mit einem gesellschaftlichen Phänomen zu tun, das Polizisten zunehmend auch zu Opfern werden lässt? Die politische Spitze jedenfalls zeigt sich alarmiert. Also man muss im Moment die Angst haben, dass dieser kleine Randbereich, der es immer noch ist, der abdriftet, gewaltbereit wird, keine Autorität mehr anerkennt, damit auch nicht die Autorität der uniformierten Polizeikräfte anerkennt, dass der im Moment breiter wird. Das ist eine große und lang anhaltende Verunsicherung der Bevölkerung. Und es gibt einige, die gehen sozusagen aus unserem gemeinsamen Verbund heraus. Und die können sich radikalisieren, haben sich teilweise radikalisiert. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir das sozusagen im Moment wieder eingeengt bekommen. Die Gesellschaft befindet sich im Umbruch, nicht erst seit Corona. Auch wir haben das in den vergangenen Jahren gespürt, wenn wir Polizeistreifen begleitet haben. Und wir nehmen wahr, Polizisten reagieren in gesteigertem Maße sensibel auf Bedrohungen. Momentaufnahmen aus dem Jahr 2019 in Ludwigshafen. Lass dich deine Mutter! Deutscher Scheiß Polizist, was bist du? Ein anderer wird aggressiv, bedroht die Beamten. Sie entscheiden, einen Taser, also ein Elektroschockgerät, einzusetzen, um den Mann ruhig zu stellen. Eine Überreaktion oder angesichts der Gefahr angemessen. Viel Zeit nachzudenken bleibt den Polizisten meist nicht. Körperlich angeht oder nicht, das war nicht klar. Es war kurz davor, hat man so das Gefühl gehabt, dass er jetzt gleich zuschlägt oder auf uns zukommt. Und deshalb musste der Taser zum Einsatz kommen. Wenn man über viele Jahre hinweg dabei zuschaut, wie Polizistinnen und Polizisten beleidigt werden, da muss man sich nicht wundern, dass die Grenze dann immer weiter ausgeweitet wird und dann kommt es dann noch zum körperlichen Übergriffen und dann ist es irgendwie ja, Alltag geworden. Es ist irgendwie selbstverständlich geworden, sich von der Polizei nichts mehr sagen zu lassen und Polizistinnen und Polizisten anzupöbeln, anzuspucken, zu Beleidigungen und auch anzugreifen. In Mannheim kommt es allerdings Anfang Mai zu einem tragischen Polizeieinsatz, der im Netz für Wallung sorgt, da er von Passanten gefilmt wird. Ein Polizist will einen Mann festnehmen, schlägt ihn. Die Situation eskaliert. Der Betroffene, ein psychisch Kranker, kollabiert und stirbt. Nach ersten Ermittlungen werden die beteiligten Beamten suspendiert. Das Video und andere Aufzeichnungen des Vorfalls werden seither massenhaft über Twitter verbreitet. Die Polizei sieht sich einer regelrechten Hasswelle ausgesetzt. Auch bei der Polizei besteht kein Zweifel. Der Vorfall hat das Ansehen der Polizei massiv beschädigt. In einer Pressekonferenz kündigen die Verantwortlichen eine rückhaltlose Aufklärung der Tragödie an. Der Mannheimer Polizeipräsident weist aber auch darauf hin. Im Social Media finden sich über 8000 Einträge, davon 150 Beleidigende. Und es wurde die Rassismuskarte gespielt. Es wurde behauptet, es wäre ein türkisches Opfer, was nicht gestimmt hat. Ich weiß, dass die Vorwürfe schwer liegen. Wir werden nichts dadurch, das ist egal, wird umfangreich ermitteln. Wir werden jeden Stein umdrehen, das ist doch gar keine Frage. Und jede Konsequenz wird gezogen und die beiden Kollegen, sofern sie sich dann strafbar gemacht haben, werden die Konsequenzen tragen. Wie konnte es dazu kommen? Lässt sich dies vielleicht damit erklären, dass Polizisten aus Mannheim seit Jahren besonders unter Druck stehen?
Wir begleiten die Mannheimer Polizistin Alexandra Mechtel zu einer polizeiinternen psychologischen Beratungsstelle nach Heidelberg. An diesem Tag kommt sie vorbei, weil sie das Gespräch mit der Psychologin Anna Koch sucht. Sie will ihr aus ihrem Mannheimer Polizeialltag erzählen, vor allem von Gewalterlebnissen. Wir hatten viele Gewalterfahrungen momentan gegen sehr, sehr junge Polizeibeamte. Besonders Polizeibeamtinnen. Und also wenn ich dann mit denen rede, wenn die dann zu mir kommen und mir reden, wenn ich das die erzähle oder ich rufe die dann an oder telefoniere mit ihnen, dann kommt halt immer wieder diese Schockstarre, die sie erlebt habe, ob der Gewalt, die ihnen, also die da plötzlich diese Gewalt oder dieser Hass teilweise, der ihnen entgegenkommt. Also man kann sagen, wenn man in Mannheim Innenstadt arbeitet, in dem Bereich, hat man, also über die Jahre hat es zugenommen, früher waren es deutlich weniger, aber inzwischen hat man eigentlich, ich würde jetzt schon grob gepeilt, bestimmt jede zweite, dritte Runde, wo man irgendwelche Aggressionen hat. Beißen, kratzen, treten, die versuchen alles. Anspucken, anrotzen, alles. Wie kommen Sie damit zurecht? Ich würde sagen, ich komme inzwischen ganz gut damit. Ich habe für mich einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Ja, wie geht der? Indem ich einen gesunden Ausgleich darüber habe. Ich rede viel darüber oder ich rede darüber, wenn mich was belastet. Auch Psychologin Anna Koch erzählt, dass immer mehr Polizisten ihren Rat suchten. Wir werten ja diese Vorkommnisberichte täglich aus. Und wann immer jemand in einen Widerstand oder einen tätlichen Angriff kommt, den schreiben wir an, den schreiben wir per Mail an. Das sind im Jahr ungefähr 300 Mails. Daraufhin aufsuchen, die Beratung. Aber Sie können davon ausgehen, ich habe in der Woche 10 Beratungen, 15 Beratungen, also so 2 bis 3 am Tag. Ach doch. Ja. Das ist doch eine ganze Menge. Es ist doch schon viel. Mein Eindruck ist, dass das ein ganz normaler Prozess ist, dass sich Beamte fragen, habe ich in dieser Situation richtig gehandelt? Einfach weil die Menschen drumherum ja auch ihre Telefone zücken, weil das alles gefilmt wird. Das heißt, dieses permanente beobachtet werden, auch gefilmt werden, das verursacht Probleme. Das ist tatsächlich ein Bereich, der in Beratungen jetzt auch vermehrt vorkommt, dass die Kollegen sagen, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr frei agieren oder im Rahmen natürlich meiner Möglichkeiten agieren, weil alles gefilmt wird. Und die Sache ist ja, es wird ja nicht nur gefilmt und dann wird das gezeigt, sondern es werden ja immer nur Ausschnitte davon gezeigt. Ja, und natürlich ist dann das polizeiliche Gegenüber nicht gewillt, den ganzen Film zu zeigen mit der Situation, die vorne dran steht, sondern zeigt dann nur diesen Abschnitt, in dem der Kollege sich vielleicht gewehrt hat oder in dem der Kollege irgendwie gehandelt hat. Bei der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht am 20. Juni 2020 filmen junge Männer sogar ihre Straftaten. Sie dokumentieren, wie sie nach einer Drogenkontrolle durch die Polizei plündernd durch die Stuttgarter Innenstadt ziehen. Dabei schlagen sie immer wieder Schaufenster ein, gehen auf Polizisten los, die versuchen, die Lage zu beruhigen. Diese werden bedroht, beworfen, getreten, verletzt. Es kommt zu Szenen wie in Andernach. Mehr als 100 Tatverdächtige kann die Polizei im Nachgang ermitteln. Er war in dieser Nacht dabei. Und er erzählt, wie es zu den Plünderungen gekommen ist. Ich habe T-Shirts, Kappen geklaut, so Kleinigkeiten, nicht wirklich Wertsachen. Dann habe ich geguckt, Messer geguckt. Dann höre ich einen, sagt, alle rein. Dann ging ich auch rein. Ich habe maximal 3 T-Shirts mitgenommen. Ich war betrunken, ich war voll. Anhand der Videoaufnahmen wurde er erkannt und später wegen Landfriedensbruchs angeklagt und verurteilt. Im Mittelpunkt des Geschehens stand das Polizeirevier in der Stuttgarter Innenstadt.
Wir treffen zwei Beamte, zu deren Einsatzgebiet dieser Bereich zählt. Sie berichten, was sie seit Jahren hier erleben. Für sie kam die Krawallnacht mit Ansage. Welche Gewalterlebnisse hatten Sie? Also getreten wurde ich schon, gebissen wurde ich schon, zum Glück aber, wo ich eine Jacke anhatte. Das heißt, der Biss ist nicht weitgehend durchgegangen. Bespuckt wird man hier öfters, beleidigt wird man. Also im Endeffekt ist man halt Ziel von allem. Okay, Sie sind jetzt 4 Jahre hier? 4 Jahre fast, ja. Und das ging gleich schon zu Beginn los? Ja, tatsächlich war das schon immer so. Klar, durch Corona hat sich das Ganze ein bisschen verschärft, die ganzen Jugendlichen hier in der Innenstadt. Man hat gemerkt, da staut sich was an, die waren unzufrieden, wir mussten die Maßnahmen durchsetzen. Letztendlich war da wenig Verständnis, weil die natürlich auch irgendwo verständlicherweise trotzdem ihre Jugend ausleben wollen, sich treffen wollen. Große Ansammlungen, die wir auflösen mussten. Und das hat natürlich dann auch zu sehr viel Unmut geführt und dann auch zu Gewalt, ja. Vielleicht können Sie das ein bisschen mal ein Beispiel erzählen, was denn besonders hängen geblieben ist. Stuttgart, das ist auch so ein Treffpunkt gewesen für Jugendliche, junge Erwachsene. Da ist man nur durchgelaufen, ist Gegröle losgegangen. Also man war da schon direkt im Fokus. Da gab es dann Auseinandersetzungen. Da bin ich dann als BEDO-Beamte, das ist Beweisdokumentation. Also ich habe auch die Zusatzschulung, dass ich filme, wenn es größere Sachen gibt. Bin ich hingegangen mit einem Kollegen, der sozusagen mein Schutz war. Aber ich bin ausgestiegen mit der Kamera und habe direkt die Flaschen eigentlich um mich rumfliegen sehen, hören. Was dann schwierig ist, weil ich selber kann es ja nicht gut einschätzen, weil ich auf die Kamera, sage ich mal, fixiert bin. Und das ist dann schon prägsam, wenn man weiß, okay, die Flasche, wenn die mich jetzt am Kopf getroffen hätte, dann hätte ich nicht gewusst, was passiert wäre. Wir hatten hier eine Demo, die dann vor dem Haus hier endete, wo man versucht hat, auch das Revier zu stürmen. Das war ein paar Wochen vor dieser Demo, vor dieser Krawallnacht war diese Demo, ging um George Floyd und dann hat man hier vor dem Gebäude quasi das Revier belagert, hat versucht, an einem Streifenwagen Spiegel abzutreten und so. Und das war, man hat quasi Step by Step gemerkt, es brodelt hier was und es fehlt eigentlich nur noch der Funke, ein gewisser Anlass, dass es dann tatsächlich mal rund geht. Gewalt in jeglicher Form ist also ein täglicher Begleiter. Wie gehen Polizisten damit um? Was macht das mit ihnen? Wir entdecken eine Gruppe von Polizisten, die versucht, diese tägliche Belastung zu verarbeiten. Die Mitglieder schreiben über ihre Einsätze und nennen sich daher die Polizeipoeten. 4 Bücher sind bis heute entstanden, weit über 1000 Texte, in denen Gewalterlebnisse beschrieben werden. Volker Uhl, ein Polizist aus der Nähe von Freiburg, kam vor Jahren auf die Idee, diese Gruppe ins Leben zu rufen. Schreiben ist einfach auch wichtig, dass ich nach dem Einsatz, wo oftmals ja ein Tunnelblick vorhanden ist, wenn Stress vorhanden ist, dass man wieder Gedanken ordnen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, das war mein eigenes Erlebnis mal, dass man verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Findet ja eine Ordnung letztendlich statt. Das ist ja auch sehr wichtig dann nach so hochbelastenden Ereignissen. Es geht in den Texten um tragische Erlebnisse. Volker Uhl liest ein Beispiel vor. Eine Frau wird in einer Tiefgarage beschossen und stirbt in den Armen des Polizisten. Geblieben ist die Szene, als die Frau "Hilf mir" ins Ohr flüsterte. Sie spürte, dass einer da war, der sie nicht alleine ließ und ihr nichts Böses wollte. Sie vertraute mir und gab ihr Leben in meine Arme. Es schien, als ginge es genau um diesen Moment des Vertrauens. Solche Augenblicke leben für Ewigkeiten fort, als hätte Gott innegehalten, um zu lächeln. Auch wenn es nur eine öde, grau betonierte Tiefgarage war und ich nur ein Mensch mit grünem Anorak und braunem Haar. Schreiben ist das Probesprechen, wie wenn Kollegen, steckt auch in den Büchern drin, natürlich das jahrelang mit sich selber rumtragen. Ich weiß, wo ich mich hinwenden kann. Das hilft ja wieder, dass ich wieder Belastungen aus diesem Rucksack rauspacke. Und dann zeigt er uns den Text nicht einmal 3 Sekunden, den ein Kommissar aus Ludwigsburg geschrieben hat. Der Polizist beschreibt, wie es war, als er einen Straftäter in Notwehr erschoss. Heute befindet sich Autor Werner Stotz im Ruhestand. Wir besuchen ihn in seinem Weinberg bei Ludwigsburg. Der Fall lässt ihn bis heute nicht los, obwohl er schon lange zurückliegt. Erst seit kurzem kann Werner Stotz wieder darüber sprechen. Ja, das ist das Tal.
Hier sitze ich öfter, höre einfach die Vögel zu, der Natur, die Töne hier. Und genießen hier so ein bisschen die Ruhe. Der Schusswaffeneinsatz, das war wie gesagt am 17. Februar 1983. Das wissen Sie noch so um genau? 19.32 Uhr. 19.32 Uhr? Ja. Das wissen Sie noch so genau? Das bleibt einem. Echt? Ja. Warum ist das so? Bei mir haben sich sogar die vier Schüsse, die da gefallen sind, ins Gehirn eingeprägt, dass ich die lange Zeit abhören konnte. Ich habe die genau gehört, habe den Klang unterscheiden können von seinen Schüssen, von meinen Schüssen. Das wiederholt sich im Kopf, oder? Das ist einfach da und ist abrufbar. Träumen Sie davon? Jetzt nicht mehr. Man sagt ja, die Zeit heilt viele Wunden. Das ist richtig, aber sie heilt sie nicht vollständig. Zumindest in den wenigsten Fällen, denke ich. Was hat sich da verändert an dem Tag? Alles. Also für mich gibt es ein Leben vor dem Schusswaffengebrauch und ein Leben danach. Ich war vorher ein sehr umgänglicher Typ, der viele Kontakte hatte, kontaktfreudig war. Ich war in einer christlichen Jugendgruppe mit aktiv eingebunden. Und danach habe ich mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen, würde ich sagen. Weil ich bin ja Polizist geworden, um Menschen zu helfen und nicht Menschen zu töten. Auch der Fall des ehemaligen Kommissars zeigt exemplarisch. Polizisten tragen im Laufe ihres Berufslebens eine Last mit sich herum, die immer schwerer wird. Und es können Sekunden sein, die ihr Leben von Grund auf verändern. Und dann hat das Mädchen plötzlich geschrien. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts getan, ich gehe nicht mit und wollte weg. Und da habe ich dann meinen Arm um sie gelegt, um sie wieder vor mich zu bringen. Und in dem Moment hat es geblitzt. Also er hat geschossen. Tausend Gedanken auf einmal im Kopf. Ich habe gedacht, das war Schrot, so wie sich das angefühlt hat. Ich habe dann noch geschrien, Waffe weg oder ich schieße. Und habe dann registrieren müssen, dass alles schon vorbei war. Erst danach kam das Begreifen, erst danach kam das in den Kopf. Ich habe danach nicht mehr lachen können. Ich habe keine lustigen Lieder singen können. Und habe mich gefragt, wie meine Vätergeneration, die im Krieg war, die bestimmt noch schlimmere Sachen erlebt hat, wie die heute in Gesangvereine singen können und am Stammtisch Witze erzählen können. Ich habe das nicht mehr gekonnt. Einer der wenigen Kontakte, die ich mir gegönnt habe, war meine Frau. Auch deshalb, weil sie nicht gefragt hat, sie hat nicht hinterfragt. Den Weinberg habe er sich auch deshalb gekauft, erzählt er, weil er hier ganz für sich sein könne, weil er immer noch über das Ereignis vom 17. Februar 1983 nachdenke. Sein Text drückt aus, was wohl viele Polizisten bewegt. Also nicht mal 3 Sekunden. Ich liege den 4. Tag in der Augenklinik. Die langen Tage der Dunkelheit sind vorbei. Auf dem linken Auge kann ich wieder etwas sehen. Die Nasenwurzel hat doch einiges aufgehalten. Seit Stunden starre ich auf den Sekundenzeiger meiner Armbanduhr. Am Anfang noch verschwommen, jetzt immer klarer. Es fällt mir schwer zu glauben, wie schnell alles gegangen ist. Erst als alles vorbei war, hatte ich die Dienstwaffe in meiner Hand registriert. Wo war mein Bewusstsein? Hatte ich überhaupt bewusst gehandelt? Zum Überlegen war keine Zeit geblieben. Das Begreifen kam erst später. Da waren die 3 Sekunden schon eine Ewigkeit her.